Okay, ist erstmal super hier zu sein. Vielen Dank an die Organisatoren. Ich habe mal in Darmstadt studiert, deswegen wollte ich sehr gerne mal hier einen Vortrag halten. In, sag ich mal, dieser Tätigkeit, die ich jetzt ausübe. Ich arbeite bei Zertbund. So, Zertbund, ja. Also ich meine, es gibt viel, was man über, sag ich mal, die Organisation, für die ich arbeite, sagen kann, was man da interpretieren kann, kann man alles diskutieren, gerne mit, auch nach dem Vortrag. Zertbund ist auf jeden Fall ein Zert. Kennt man, glaube ich, hier auch von ja, vom Chaos Computer Kongress und so, was ein Zert ist, dort tatsächlich in für die Konferenz relevanten sag ich mal, Tätigkeiten. Zertbund arbeitet als Teil des BSI seit, boah, ich weiß es schon gar nicht mehr, 15 Jahren oder sowas in dem Dreh. Wir sind sozusagen als Regierungszert entstanden. Das heißt, Netzwerke für die Bundesverwaltung sollten gesichert werden. Nach dem Regierungsumzug gab es ein gemeinsames Netz, Berlin-Bonn, IVBB. Das wird, sag ich mal, gemonitort, mehr oder weniger von uns. Und wir machen eigentlich so, was die meisten Zerts machen. Wir veröffentlichen Warnungen zu Schwachstellen, wir machen Incident Handling über Vorfälle, also behandeln Vorfälle, die sag ich mal, in unseren Zuständigkeitsbereich fallen. Also neben der Regierung sind das mittlerweile einige mehrere, einige andere Bedarfsträger. Dazu gehören diese immer wieder total, sag ich mal, ja, also vital gesehenen Sektoren in der Gesellschaft. Da hat man sozusagen in der Verwaltung, im BMI erkannt, und dass man da vielleicht was tun könnte, dass man da so Sektoren, die irgendwie für, sag ich mal, für das Aufrechterhalten des Wohlergehens der Bevölkerung notwendig sind, dass man die auch schützen muss. Ja, natürlich auch alle möglichen anderen Betriebe und natürlich auch normale Nutzer, Bürger. Das BSI hat da irgendwie Webseiten, wo sie immer wieder irgendwas veröffentlichen. BSI für Bürger zum Beispiel oder das Bürgerzert. Da werden technische Warnungen veröffentlicht zu Schwachstellen, möglicherweise für die meisten hier vielleicht nicht so relevanten Produkte, aber naja, also Windows, keine Ahnung, ja, Office und so und alles, was halt sozusagen von Bürgern verwendet wird. Und dann gibt es noch ein Lagezentrum. Das ist tatsächlich, das ist sozusagen so, so eine Organisation, die irgendwie, es gibt ein Lagezentrum, sieht man immer wieder in irgendwelchen Presseberichten vom BSI, da werden dann tolle Bilder gezeigt mit riesen Monitoren, das kostet einen Haufen Geld und das ist, ja, kann man so oder so sehen, warum die da hängen, ob das irgendwie nur gut auf dem Fernsehbildschirm aussieht. Auf jeden Fall wird halt dort sozusagen, werden Ereignisse oder lagerelevante Ereignisse so beobachtet, auf Schwachstellen jetzt in, weiß ich nicht, TLS oder ob Schwachstellen in irgendwelchen anderen relevanten Produkten, die eben im Einsatz sind, und dann werden da eben dann Advisories zu veröffentlicht und dann wird bewertet, ob das eskaliert werden muss und so weiter und so fort. Außerdem gibt es ein neues IT-Sicherheitsgesetz. Das ist seit, glaube ich, letzten Jahres ist das veröffentlicht und mittlerweile ist auch ein tatsächlich irgendwie ein erster Korb veröffentlicht worden, wo diese kritischen Infrastruktursektoren genau benannt wurden und wo beschrieben wird, was die tatsächlich irgendwie, ab welchem Schwellwert irgendwelche Meldungen an das Lagezentrum erbracht werden müssen. Und das Lagezentrum, was macht das damit? Ja, idealerweise soll es dann halt andere informieren darüber, dass dort ähnliche, sag ich mal, Ereignisse nicht vorkommen, die irgendwie Vorfälle verhindern. Also Sensibilisierung. Beziehungsweise halt auch reaktiv sollen halt dann Unterstützungsmaßnahmen oder Unterstützung geleistet werden für die entsprechenden Betreiber. Genau, jetzt kommt ein tolles Bild, das mache ich auch schnell weiter. Da sieht man nicht viel, aber irgendwo da in der Mitte von der Abteilung CK ist Zertbund und darunter ist die zentrale Meldestelle und das nationale IT-Lagezentrum, so heißt das. Ganz unten ist das ominöse Cyberabwehrzentrum. Da gibt es halt so Verbindungsbeamte, da wird irgendwie Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden. Wie gesagt, Fragen und irgendwie Kritik und so weiter, gerne alles nach dem Vortrag. Hier geht es um was anderes. Was ich hier nur zeigen wollte, ist,
das ist sozusagen die Neuorganisation des BSI, das wird immer größer, es kommen immer mehr Leute dazu, Riesen-Hype-Thema. Ich sage jetzt nicht, was für eine Sicherheit, also aber Cybersicherheit, glaube ich, war das. Das wird immer wieder irgendwo gerne aufgeschnappt und auch nicht besonders detailliert dann betrachtet, weil es ist halt komplex und ja, das IT-Sicherheitsgesetz soll das alles lösen, soll die Sicherheit in Deutschland vor allem in den kritischen Infrastrukturbereichen erhöhen durch Mindeststandards, Zertifizierung und so weiter und so fort. Hier gibt es einen ganzen Fachbereich für kritische Infrastrukturen, der Fachbereich CK3 ja, und der Fachbereich CK2 ist Cyber, operationelle Cybersicherheit, also da sind wir, genau. So, es geht aber um Ransomware, weil Ransomware ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Also kommt immer wieder, ja, weiß nicht, schon mal jemand sowas gesehen irgendwie? Also Windows wird wahrscheinlich nicht so oft benutzt von den Teilnehmern hier, aber ja, das kommt halt, sag mal, fing 2010 an, beziehungsweise eigentlich noch früher, aber 2010 hat es dann richtig so ein bisschen an, sag ich mal, Geschwindigkeit aufgenommen, das Thema, weil dann fingen diese komischen Sperrbildschirme an, auf den Computern zu erscheinen. Da Bundespolizei, BKA-Trojaner, genau, und hier auch ein BSI-Trojaner, haben so funktioniert, dass vor allem versucht wurde, den Nutzern Angst zu machen. Angst. Also, du hast ja urheberrechtlich geschütztes Material auf deinem Computer. Du hast was Böses getan. Du, wenn du am Ende gar nicht weißt, was du getan hast oder vielleicht doch irgendwas getan hast, also du wirst bezahlen, weil du hast Angst, dass wir dich sonst kriegen. Das BSI ist halt auch, hat auch Sicherheit im Namen, ist deswegen auch im BMI angesiedelt, weil eben das BMI ist halt das Ministerium zuständig für Sicherheit. Und hier ist halt im, sag ich mal, werden immer wieder irgendwelche anderen Varianten von diesen Sperrbildschirmen irgendwie wurden erzeugt mit allen möglichen Organisationen, GVI, das gab es in allen Ländern, in Amerika war es dann das FBI, in der Schweiz war dann das Melanie dort irgendwie auch auf den Logos und auch die Polizeibehörden, also es ist, ja, immer wieder auch lustig, sich diese Sperrbildschirme anzugucken, weil da gab es dann auch welche, wo dann irgendwelche uralten Karten von Deutschland genutzt wurden. Irgendwie gab es einen Sperrbildschirm, wo dann, sagen wir mal, irgendwie nur Ostdeutschland auf der Karte war und ja, genau. Und dann gab es halt irgendwie hier diese Bezahlvarianten, Ucash und Paysafe, konnte man zur Tankstelle gehen, sich irgendwie, ja, sich irgendwie sich einen Code kaufen und den dann hier eingeben und damit war dann sozusagen die Bezahlfunktion für die Kriminellen oder für die Hintermänner, sag ich mal, hinreichend sicher, dass das nicht so einfach nachvollziehbar ist. Man hat zum Beispiel dann irgendwie in neueren Varianten dann IP-Adressen hinzugenommen, dass irgendjemand dachte, oh, das ist ja meine IP-Adresse, woher wissen die meine IP-Adresse? Die müssen, die waren auf, also Hilfe. Oder es gab irgendwie Sperrbildschirme, wo dann irgendwie pornografische Bilder irgendwie abgebildet waren, weil wenn die auf dem Computer sind, hat man vielleicht eine Straftat schon begangen. Also auch wenn sie jemand anders dort irgendwie abgelegt hat, ja. Und das auch das irgendwie erzeugt Angst. Dann gab es irgendwie Varianten, wo dann halt irgendwie die Webcam genutzt würde und sein eigenes Bild man auf einmal gesehen hatte und dachte, oh Gott, die beobachten mich, ja. Klar, kann passieren. BKA-Trojaner hat verschiedene, sag ich mal, Nuancen. Gibt es auch Varianten, die tatsächlich diesem Zweck dienen, aber dieser hier hatte eigentlich, also war nicht authentisch. Und ja, und das BKA hätte, glaube ich, auch nicht so einen Sperrbildschirm dem Kriminellen gezeigt, den er da verfolgen würde, aber so, ja. Dann fing das irgendwie langsam an, noch sich ein bisschen zu drehen. Dann gab es auf einmal Krypto-Ransomware, das heißt, ja, also Sperrbildschirm war super, Computer war gesperrt, ich konnte nichts mehr machen, aber ich konnte einfach irgendwie Systemwiederherstellung machen oder so, dann war es weg. Oder ich konnte irgendwie sonst wie über Systemsteuerung irgendwelche ja, laufenden Prozesse beenden und dann ging es wieder. Und auf dem Apple gab es das auch, da konnte man auch irgendwie, da war einfach sozusagen so ein Browser-Overlay und dann konnte man irgendwie, ja, konnte man irgendwie nicht mehr an seine Daten ranmachen, konnte die Fenster nicht mehr wechseln und so. Das war irgendwie dann schon, für die meisten war das auf jeden Fall, ja, End of Game. Also ich konnte irgendwie nicht mehr mit meinem Computer arbeiten. Und wenn ich das wollte, musste ich bezahlen, dachten die Leute. So. Ja, das wird aber dann halt noch ein bisschen schlimmer, weil tatsächlich, wie ich gesagt habe, man konnte sein System wiederherstellen. Crypto-Ransomware hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass man das nicht so einfach konnte. Man hat tatsächlich, dann wurden Daten einfach verschlüsselt. Also
unterschiedliche Varianten. Ne? Da gab es irgendwie starke Verschlüsselungen, irgendwie schwächere Verschlüsselungen. Immer wieder tauchten dann auch Decrypter auf, dass man die Daten wieder entschlüsseln konnte. Aber letztlich ist es erstmal so, die muss man ja auch bedienen, die Dinger. Muss man auch wissen, gibt's einen? Was habe ich überhaupt für eine Malware auf meinem Rechner? Da gibt's irgendwie natürlich Ansätze, wie man das rausfinden kann. Da kann man auch gucken, ob es dann irgendwie vielleicht, ob die Windows Shadow Kopien tatsächlich gelöscht werden oder nicht und ob man das doch wiederherstellen kann. Aber es ist auf jeden Fall aufwendiger. Und das war mehr oder weniger sozusagen das Ende von diesen Sperrbildschirm-Trojanern, von BKA-Trojanern, BCI-Trojanern und diesen, also nicht von BKA-Trojaner, aber von dem, den ich eben vorgestellt habe, leider. Nur das ist halt sozusagen dann fing es halt an. Die erste Variante war dieser Crypto-Locker. 2013 fing das an. Hat auf jeden Fall also in den verschiedenen Varianten irgendwie stärker, also symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsvarianten. Und er hat, also da war auf einmal so eine Botnet-Funktionalität irgendwie natürlich auch gefragt, weil stärker gefragt, weil die Schlüssel mussten ja irgendwie, also die verschlüsselten Daten wurden mit einem Schlüssel verschlüsselt, der durfte natürlich nicht auf dem Computer weiter rumliegen, ne? Das heißt, man musste irgendwie den verschwinden lassen und aber der Täter, Autor oder der, sag ich mal, weiß ich auch nicht. Es gab ja auch Ransomware, die haben irgendwie nur so als Demo-Zweck irgendwie mal aufgebaut. Der hat dann natürlich irgendwie, musste diesen Schlüssel halt haben. Sonst hätte er ihn ja nicht wieder zurückgeben können. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Das BSI sagt zwar immer so, man muss nicht, man soll nicht bezahlen, weil man weiß ja nicht, ob man tatsächlich den Schlüssel bekommt. Das Prinzip funktioniert halt deswegen so gut, weil es oft so ist, dass irgendwie ich bezahle, ich kriege den Schlüssel zurück, bin gerettet das spricht sich rum. Und dann machen die Leute das halt weiter und denken, ah ja, okay, das funktioniert, ich bezahle, dann kriege ich mein Geld wieder. Hängt dann immer von der Bitcoin-Summe ab, weil Bitcoin ist noch so ein anderes Ding. Fing auch so um 2013 an, richtig, mit Bitcoin-Tauschbörsen und so weiter zu florieren. Und da war dann sozusagen, da gab es dann noch bessere eine noch bessere Möglichkeit, anonym Finanztransaktionen durchzuführen und hat da irgendwie sozusagen dazu geführt, dass auch hier sozusagen ein neues Kriterium oder eine neue Funktionalität in die Ransomware, wie wir sie heute kennen, aufgenommen wurde. Da gibt es natürlich nicht nur Bitcoin, da gibt es natürlich auch alle möglichen anderen Crypto-Currency-Varianten, die dort genutzt werden. Ich spreche jetzt bisher hier nur von Arbeitsplatzrechnern oder von Endwendern, aber natürlich fing es an, jetzt auch kritischer zu werden für Unternehmen, weil tatsächlich nicht nur die Daten auf dem Computer verschlüsselt wurden, sondern auch Netzlaufwerke. Und wenn die Netzlaufwerke verschlüsselt sind, heißt das, das ist nicht nur ein Rechner, den das betrifft das ganze, die ganze Organisation, das ganze Unternehmen. Wenn vor allem keine Wiederherstellung, kein Backup irgendwie möglich ist, dann ist das tatsächlich sozusagen der, auch hier wieder, End of Life. So, und dann ist das Geschrei groß. Die Leute rufen dann irgendwie im Lagezentrum an und sagen, oh, was soll ich tun? Tatsächlich, was hilft? Vorher nachzudenken und irgendwie die Sachen auch zu testen und funktioniert das Backup und so weiter? Ja, okay. Aber das hilft dann den meisten Leuten nicht mehr in dem Moment. Und die Geduld, darauf zu warten, dass vielleicht irgendein Antivirenfirma oder irgendein Analyst die verwendete Krypto irgendwie knackt und irgendwie dauert halt zum Beispiel dann auch immer, da hat halt irgendwie, die meisten hatten auch nicht diese Geduld. Also Beispiel hier Petya, ja, zum Beispiel, das war so dann irgendwie nochmal eine neuere Variante, die 2016 aufkam, die hat dann nicht nur tatsächlich die Daten auf dem Computer verschlüsselt, die hat auch Bootsektor und sowas verschlüsselt, dann konnte man halt irgendwie einen Computer gar nicht mehr starten. Das ist halt so eine Sache. Aber es gab mit der Zeit gab es dann Decrypter und auch Ansätze irgendwie, wo einem gesagt wurde, am besten nicht runterfahren an diesem Punkt, sondern abbrechen, aber Hauptsache nicht neu starten, weil eigentlich die richtige Verschlüsselung findet dann erst danach statt. Vorher hat man noch Zugriff vielleicht auf die Daten. Aber ja. Kommen wir zum Thema Krankenhaus. Lukas Krankenhaus. Das war 2016 irgendwie sozusagen fürs BSI ganz wichtiger Vorfall, weil das
Ja, findet sich bestimmt auch im Lagebericht dieses Jahr. Das PSI veröffentlicht jedes Jahr so einen Lagebericht. Da wird dann irgendwie gesagt, oh, hier gibt es Vorfälle in der kritischen Infrastruktur, hier gibt es Vorfälle, das hat sich geändert. So viele kritisch-kritische Schwachstellen gibt es im Vergleich zum letzten Jahr und so weiter. Aber also Fallbeispiele, zum Beispiel dass der ominöse Stahlwerksvorfall, ich glaube vor 2 Jahren, da die erwecken dann Aufsehen. Das will man auch. Man will irgendwie hier halt so ein bisschen auch sagen, Achtung, ja, ist teils berechtigt auf jeden Fall. Manchmal kann man natürlich sich überlegen, hat man sich dafür vorher Gedanken darüber gemacht, wenn man diesen Stahlwerksvorfall aufnimmt. Das war sozusagen nach Stuxnet, ja, einer der, sag ich mal, letztlich einzigen Fälle, der oder einer wenigen Fälle, wo es irgendwie auch SCADA-Komponenten im Malware gab. Aber das war irgendwie, ja, das ist halt, sind sogar so Fälle, die man halt dann beschreibt, um dann irgendwie den Betroffenen auch zu sagen, Achtung, ihr seid, das kann euch auch passieren. Und das, ja, Lukas Krankenhaus war halt ein Beispiel und Krankenhäuser im Allgemeinen sind deswegen so im Fokus hier, weil das ist halt einer der Sektoren, wie eben beschrieben, laut IT-Sicherheitsgesetz und so ist das einer der kritischen Infrastruktursektoren, die schützenswert sind. Aber tatsächlich auch sehr schwierig zu schützen sind, weil es halt nicht nur so eine Handvoll gibt, sondern ohne Ende. Fast wie Wasserwerke. Also, ja. Ja, warum immer wieder Krankenhäuser? Also, tatsächlich, das war wirklich Wahnsinn. Also irgendwie jede Woche gefühlt gab es irgendwie eine Meldung, irgendein Krankenhaus, Daten verschlüsselt, keine Ahnung, wieder Anlauf, müssen Patienten abweisen, Drama, echt. Und das Lukas-Krankenhaus war sozusagen ja so ein bisschen so ein Augenöffner. Ja, warum immer wieder Krankenhäuser? Das ist ein bisschen wie im industriellen Umfeld, also das ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber man hat da irgendwie so Anwendungen, die kauft man, die kosten einen Haufen Geld. Irgendwelche Systeme, die kosten, weiß ich nicht, ich war ehrlich, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Krankenhausexperte, aber der zigtausend halt auf jeden Fall. Und die kann man halt auch nicht einfach mal sozusagen so eben aktualisieren und irgendwie, und man, wenn sie End of Service sind, dann werden die auch nicht einfach sofort so ersetzt. Die laufen halt einfach, ne? Never change a running system, läuft. So, und das ist halt irgendwie hier ein bisschen auch der Fall, ja? Also ich gebe nachher noch ein paar Beispiele so für ein paar Systeme, so, man sich einfach schon fragen kann, was die kosten. Aber tatsächlich ist halt einfach, es im Gesundheitssektor wird irgendwie auch mit Digitalisierung alles digitalisiert, was geht, ja? Was früher irgendwie mit Patientenakten gemacht wird, heute gibt es die digitale Krankenakte, ja, Telemetrie und wie auch immer und alle sollen eingebunden werden und Übertragung der Daten schnell und dass auch der Hausarzt das sieht und dass die Verschreibung auch darüber gemacht wird und so weiter. Elektronische Patientenkarte. Ja, müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, aber ist jetzt leider so halt. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Problem, dass man halt hier merkt. Man spürt es hier sozusagen, dass der Dienst irgendwie des Krankenhauses vielleicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Also auf die Auswirkungen, sag ich mal, von solchen Fällen gehe ich später eingehen. Also tatsächlich, wie gesagt, viele Systeme sind sozusagen so Legacy-Systeme, die laufen einfach. Windows XP, so ähnlich wie bei, weiß ich nicht, Bankterminals, da läuft auch ganz viel immer noch mit Windows XP. Irgendwie Support konnte dann irgendwie kostenintensiv irgendwie verlängert werden über 2014 hinaus. Ja, weiß nicht, wer das gemacht hat, aber es ist einfach sozusagen nicht so easy, da mal eben einfach das Betriebssystem zu ändern oder so. Und vor allem hat man halt dann irgendwie auch in der Administration des Netzwerks irgendwie auch einen riesen Kostendruck. Die müssen sich immer rechtfertigen gegenüber den Krankenkassen, über die Ausgaben und überhaupt den Betreiber. Und das wird ja auch viel dann irgendwie, viele Krankenhäuser, früher waren das dann die kirchlichen Betreiber, heute sind das Gesellschaften, die wollen, also private Krankenhausgesellschaften, die wollen halt einfach auch irgendwie Profit machen. Also ich weiß nicht, als Fresenius oder so, das sind halt so Firmen, die sind halt börsennotiert, ja, die müssen irgendwie dann auch, also die meisten Krankenhäuser sind das wahrscheinlich nicht, aber also, ja, also wenn du es halt bist, dann musst du irgendwie auch zeigen, dass es sich lohnt halt, so ein bisschen so, ja, St. Judas, sagt das jemand was? Da gab es irgendwie vor kurzem so ein Hack auf, ja, so ein Herzschrittmacher und da war auch auf einmal Geld irgendwie ganz wichtig, weil da hatte eine Firma, sozusagen eine Analysefirma, irgendwie eine Kooperation irgendwie mit einer anderen Firma, Muddy Waters hieß die, ist die eingegangen und die haben irgendwie denen sozusagen so Vorabinformationen über die Schwachstelle verkauft
Und die haben dann auf fallende Börsenkurse gewettet und haben gesagt, hier, super, dass ihr uns das jetzt zuerst sagt. Wir geben euch so ein bisschen Anteil, aber wir wollen jetzt mal gerne richtig Reibach machen und nutzen das und wetten, dass dieser Kurs dieses Herstellers St. Judas eben fällt. Und das, was sie dann damit verdient haben, haben sie dann irgendwie ein paar Prozent eben der Firma gegeben, die diese Schwachstellen gefunden hat oder behauptet hat zu finden. Also es war dann so ein Bericht, man wusste auch tatsächlich da nicht mehr, was es jetzt war, was nicht, weil es war irgendwie so alles wieder so ein Marketinggewäsch und was da drin stand. Keine Ahnung, also war alles so ein bisschen schwammiges Wasser. Da konnte man auf jeden Fall keine klaren Beweise so richtig sehen, dass diese Behauptungen tatsächlich echt waren. Ja, aber ich will nur damit sagen, also irgendwie so Analysefirmen müssen auch Geld machen, deswegen denken die sich auch irgendwelche neuen Modelle aus, wie sie da an Geld kommen. Es ist nicht jeder, sag ich mal, ein Whitehead-Hacker, der irgendwie das einfach nur macht, weil er es nebenher, neben dem Studium irgendwie Zeit hat oder so. Oder und das ist auch ein Riesenthema, sollen irgendwie, was ist mit diesen sag ich mal, Bug-Bounty-Programmen und so, aber es ist halt irgendwie, Geld spielt eine Rolle. Jeder muss irgendwie essen und trinken und muss irgendwie leben und und Krankenhausgesellschaften müssen das auch. Und auch noch mehr. Also, ja, wie auch immer. Also, war jetzt nicht ganz so super der Vergleich, aber kommen wir ein bisschen zum Beispielen jetzt, ja. Also, achso, eine Sache noch, genau, die haben natürlich Patientenakten, das habe ich ja schon gesagt vorhin, elektronische Gesundheitskarte und so weiter. Wenn diese ganzen Akten, die sind halt irgendwie, das ist jetzt was anderes als irgendwie so ein blöde Textdatei auf dem Computer irgendeines Nutzers, die ist halt weg, das ist halt blöd, aber irgendwie Patientenakten, da steht irgendwie mehr drin. So, ne? Also da steht halt irgendwie sozusagen der ganze Historie, alles drin, so, was du hast halt und was du verschrieben bekommen hast und ob du ein psychisches Problem hast oder ob du irgendwie, wie auch immer. Also das ist halt einfach ein Riesending. Wenn die, da kann man dann wieder tatsächlich mit diesen Akten, könnte man auch wieder irgendwie Leute erpressen. Aber hier geht es jetzt erstmal um die Krankenhäuser, die erpresst wurden, nicht um die Betroffenen, also um die über die diese Akte geführt wurde. Ja, genau, Miami Family Medical Center. Das war das erste Krankenhaus, das zumindest sozusagen vor dem Bildschirm lief, wo ich gesehen habe, okay, Ransomware oder hier, das ist ein Thema, das betrifft tatsächlich, wenn das in so einem Umfeld auftaucht, kann das irgendwie echt den Leuten richtig Probleme verursachen. Eben, wie gesagt, zum Beispiel wegen der Patientenakten. Da gab es immer noch einen Sperrbildschirm, das war 2011, das war lange vor sozusagen Crypto-Ransomware. Da hat man irgendwie Bordmittel von Windows benutzt, um die Daten zu löschen. Man hat aber auch da zum Beispiel schon irgendwie nicht irgendwie per Phishing oder irgendwie Malvertising irgendwie einen Rechner infiziert. Man hat hier irgendwie, schlecht konfigurierte Systeme, irgendwie mit Remote-Zugang, RDP, mit schwachen Zugangs-Credentials irgendwie genutzt und hat darüber dann irgendwie einen Weg ins Netzwerk gefunden und hat sich dann da irgendwie weitergehangelt und hat dann eben auf den Systemen Daten verschlüsselt. Wie gesagt, 2012 in Australien, dann fing das irgendwie an, auch andere, ne? Dann ging das irgendwie, das war damals zufällig ein Krankenhaus, aber das hat natürlich auch alle anderen betroffen. Das hat irgendwie so von Rechtsanwaltfirmen, die irgendwie gesagt haben, oh Gott, oder ja, oder eine kleine Arztpraxis oder so. Das ist natürlich, da kann man sogar noch irgendwie sagen, okay, die haben ja wirklich keine Ahnung. Die haben auch keine Admins irgendwie. Die haben irgendwie vielleicht jemanden, den sie irgendwie, irgendwie einen Studenten, den sie irgendwie noch bezahlen, der ihnen irgendwie ihre Infrastruktur aufrechterhält. Aber ja, das ist halt irgendwie was anderes als, sag ich mal, in einem großen Unternehmen. Ja, ein großes Unternehmen ist natürlich nochmal viel komplexer und so, aber die haben zumindest irgendwie ein bisschen Geld für ihre IT und machen das immer noch nicht so, wie sie es machen sollten, aber zumindest machen sie es vielleicht ein bisschen solider. Aber hier, wie gesagt, ein kleines Krankenhaus, das war jetzt irgendwie nicht so, wie man die Krankenhäuser in Deutschland kennt, sondern in amerikanischen Sprachraum, so sind das halt oft dann irgendwie so, ne, das Gesundheitssystem ist ja nicht öffentlich, die haben da nicht so viel Geld, die Leute, das heißt, es gibt auch so kleine Arztpraxen halt, die nennen sich auch schon irgendwie Medical Center, so ein Zusammenschluss von ein paar Ärzten, vielleicht wie sowas wie ein Ärztehaus in Deutschland oder so. Ja, genau. Ja, dafür springen wir mal ein paar Jahre und sprechen über das Lukas-Krankenhaus, das ist in Neuss in NRW und das hat irgendwie, ich weiß nicht, hat jemand von dem mal gehört? Ja, gut, das war auf jeden Fall irgendwie so, hat es glaube ich in die Tagesschau geschafft. Das war so auf jeden Fall so ein Riesendrama. Die haben selbst eine Presseerklärung rausgegeben und haben das selbst gesagt, dass sie einen Fall hatten.
haben in dieser Presseerklärung aber überhaupt nichts gesagt. Da stand nur, wir hatten eine Infektion und tatsächlich, die wussten irgendwie auch zuerst gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und was ist Ransomware überhaupt und so. Und das ist irgendwie immer so ein bisschen ein Problem. Also keine Ahnung, tatsächlich, wir hier im Lagezentrum, aber bei ZBund, wir machen ja eigentlich nichts anderes und kriegen die ganze Zeit solche Sachen mit irgendwie. Und tatsächlich, klar, wissen wir, was so die neuen Varianten sind und ungefähr, wie sie arbeiten. Aber die wussten es halt nicht. Und die können halt irgendwie, es ist halt schwierig, irgendwie da am sag ich mal, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was alles so möglich ist. Aber nichtsdestotrotz hätten sie sicher mehr tun können. Die hatten nämlich auch so einen ähnlichen Fall wie diese australische Klinik. Die haben sich über irgendwie einen schlecht geschützten Zugang ist das, hat da jemand Zugriff bekommen und hat dann eben auch dort angefangen, irgendwie munter zu verschlüsseln. Also es gab am Ende nur ein infiziertes System, aber in die Fläche, der hat echt also alles verschlüsselt, was er verschlüsseln konnte. Der hat sich angefangen, irgendwie zu suchen, was nicht nur, was sind da tatsächlich für Netzwerk-Shares auf dem Computer eingebunden. So, hier diese paar, ne, dann verschlüssel ich die mal. Man hat dann irgendwie auch gesucht, ne, nach weiteren Admin-Credentials, hat dann geguckt, was gibt's irgendwie, worauf kann ich denn von dem Server aus zugreifen, hat also ein bisschen so ein Netzwerk gescannt und hat da wirklich irgendwie so ein bisschen die Reichweite erhöht, als man das bis dato irgendwie kannte, so von diesen Vorfällen. Weil meistens war es halt wirklich nur, irgendwas ging an der Antivirendetektion vorbei und dann gab es einen infizierten Rechner und dann gab es halt irgendwie ein Netzwerkshare, das verschlüsselt wurde oder so, aber hier waren es 50. Und das wurden halt auch nicht nur irgendwie PDFs und irgendwie also die typische Ransomware hat halt irgendwie sozusagen eine Liste, die wird auch immer größer und jede Ransomware-Variante hat eine andere Liste, aber von Dateitypen, die sie verschlüsselt. Die haben halt auch Excel-Dateien und DLLs verschlüsselt, was ja auch wieder so ein bisschen ein Problem war für Betrieb des Rechners. Und das ist, die haben halt dann irgendwie so die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach mal alles runter. So, wir machen einfach mal Stopp. Wir wissen nicht, kann sich diese Schadsoftware vielleicht auch im Netzwerk weiter verbreiten und so, gibt es noch weitere Infektionen. So, Alarmknopf, rot, Dong, aus, Netzwerk, platt. So. Und das, klar, hat Auswirkungen, ja. Genau. Also vielleicht noch ein bisschen kurz, bevor ich jetzt noch auf die Auswirkungen eingehe, gleich noch. Probleme, wie finde ich eigentlich den infizierten Rechner? Das ist eigentlich, also gibt's da Ideen? Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Denkt man so, einen infizierten Rechner sollte man ja erkennen. Geht ja Antivirus sofort auf oder so? Nee, macht er nicht. Da gibt ja jeden Tag neue Varianten. Auch auf dem Server Antivirus, rutscht da auch durch und so. Also passt nicht. Aber auf dem Endanwender-System halt geht auch kein Alarm auf. Irgendwie, wenn man so eine Ransomware-Notiz irgendwo findet, zum Beispiel auf Netzwerkshare, was kann man denn da machen als Admin? Ja, da muss man irgendwie halt einfach mal gucken. Vielleicht, wer hat denn die Datei da hingelegt oder so, von welchem Rechner? Es gibt ja Netzwerk-Logs oder so. Logging ist halt immer so ein Ding. Also das ist halt, tatsächlich ist man halt irgendwie nur dann schlauer, wenn man irgendwo nachgucken kann, wie, ne, der, tatsächlich, wenn man einen Nutzer hat, der irgendwie so auf einmal irgendwie auf seine Daten nicht mehr zugreift und eine Ransomware-Notiz sieht, okay, dann ist klar, auf dem Rechner ist was. So. Wenn auf dem Netzwerk-Share was passiert, welcher User war das? Irgendwie, wie viele Leute hatten darauf Zugriff? Dann denkt sich halt so ein Admin vielleicht irgendwie, AD, wer hat da Zugriff auf den? Ach so, das sind ganz schön viele, Mist. Aber klar, man kann halt gucken, irgendwie, wer hat da, vielleicht von welchem Rechner wurde da irgendwie diese Verschlüsselungsoperation dann ausgelöst. Da kamen sie dann auch drauf, haben das irgendwie rausgefunden und haben das infizierte System erkannt und das war ja immerhin und haben dann irgendwie Firmen natürlich beauftragt und haben gesagt, okay, hilft uns mal, wir wissen nicht und keine Ahnung, wie weitgehend das ist und sie hatten Glück, also Lukas Krankenhaus, kommt das hier? Nee, Lukas Krankenhaus war irgendwie tatsächlich so ein, die haben die elektronische Krankenkarte, wie heißt die elektronische Krankenakte, haben sie irgendwie eingeführt. Das heißt, die haben ihren ganzen Doktoren und Fachärzten und allen haben irgendwelche, Pads gekriegt und irgendwelche mobilen Geräte, mit denen sie dann irgendwie da zum Arzt, zum Patienten gehen konnten und sagen konnten,
ja, ich sehe schon, du hast das und das und ich trage das direkt ein und gut, und damit ja, kann das Labor dann direkt auch sehen oder irgendwie die Chirurgie oder wer auch immer, da sind wir ja gerade, was jetzt gemacht werden muss als nächstes. Ne? Wenn ich irgendwie sage, mein nächster Behandlungsschritt ist das und so, das ist natürlich schon praktisch, wenn das beschleunigt vielleicht was, ja. Oder wie gesagt, wie eben schon gesagt, mit ähnlich wie bei der elektronischen Gesundheitskarte ist das mit der Krankenakte natürlich auch so. Es verzahnt was, also irgendwie dieses, das hat alles irgendwie Vorteile, aber in dem Fall hat es tatsächlich auch einen Nachteil, weil in dem Moment, wo man alles runterfährt, funktioniert das halt nicht mehr. Und siehe da, man hat gesehen, man kann es ja auch doch noch, man kann es ja doch, man weiß noch, wie man das vorher gemacht hat. Also man kann irgendwie sich daran irgendwie orientieren und es war noch nicht so lange her, dass man das eingeführt hatte, das System. Und ist auch ganz sinnvoll, irgendwie so ein Backup noch zu haben. Also denke ich, ist irgendwie, Und das andere Problem war halt, die wollten dann irgendwie ihr ganzes Netz scannen nach, was ist denn, wo gibt es noch eine Betroffenheit und so weiter. Aber in dem Netz sind halt nicht nur Windows-PCs, da sind halt auch andere Systeme. Und wie reagieren die? Also im industriellen Umfeld, Kontrollsystemumfeld, hat man irgendwie die Dinger laufen alle und man hat da irgendwie so eine ganze Fabrikhalle von Robotern und Maschinen und alles läuft und so weiter. Wenn ich da jetzt irgendwie einen Schwachstellen-Scan mache drauf, was ist, wenn ich da auf einmal irgendwie, ja, aus Versehen was abschalte oder so? Das ist halt blöd. Und deswegen haben sie, wie gesagt, das war so auch so ein Grund, warum sie es abgeschaltet haben, weil sie einfach total unsicher waren. Und ja, gab es noch ein paar andere Fälle, einfach aus der Presse noch aufgenommen, irgendwie in Worms gab es eins, in Kleve, in Kalka, die beiden sind in NRW, Worms glaube ich in Rheinland-Pfalz irgendwie, aber weiß ich nicht, ob es in Darmstadt, das Klinikum Darmstadt auch betroffen hat, keine Ahnung, aber es waren auf jeden Fall einige, die das irgendwie, wie gesagt, im Wochentakt kamen solche Meldungen auf, das waren ganz oft amerikanische, die es irgendwie getroffen hat, die haben, und weil Ransomware einfach so auf einmal alle betroffen hat und jeder irgendwie irgendwas mit anfangen konnte mit Ransomware, war dann irgendwie auch direkt dann wieder so die Diskussion Ransomware und was machen die und reagieren die und bezahlen die, und dann hat ein FBI-Direktor gesagt, ach ja, was soll ich empfehlen? Der hat das nicht offiziell gemacht, aber der hat zumindest gesagt, oh, eigentlich empfehle ich bezahlen, weil was soll man sonst machen, wenn es nicht funktioniert und man die Daten unbedingt braucht. Also wie Beispiel hier, alle Patientenakten verschlüsselt und ich kriege sie sonst nicht wieder, was irgendwie, ich brauche die Daten doch wieder, ne? Ich habe irgendwie so, das ist halt ein bisschen anders, wie er sagt, als diese mit diesen Pop-up-Varianten irgendwie, wo da irgendwie dieser Sperrbildschirm kommt. Wie gesagt, hier waren die Daten halt einfach dann wirklich kaputt, so weg. Und entweder bezahlen oder Backup, sonst gab es eigentlich nichts. Genau, und betroffen hat das natürlich alle möglichen. Also im Krankenhausumfeld irgendwie hat das, wir haben da irgendwie irgendwann, also zeige ich auch gerade nachher noch die Auswertung, wir haben dann so eine Umfrage gemacht bei Krankenhäusern und haben dann so irgendwie Anrufe gekriegt, E-Mails, und wir hatten auch einen Fall und wir hatten auch einen Fall und wir hatten auch einen Fall. Das kann ich alles jetzt nicht erzählen, wer da was hatte und wer wovon betroffen war und wer wie kritisch und so weiter. Aber es waren halt nicht nur, sag ich mal, irgendwie, weiß ich nicht, die Rezeption oder sowas vom Krankenhaus. Es waren dann halt irgendwie Labore, Forschungseinrichtungen, also auch jenseits vom Krankenhaus. Es waren irgendwie Privatlaptops, die Ärzte irgendwie im Krankenhaus genutzt haben und so. Bunter Strauß. Ja, und dann gab es einen Fall, der war irgendwie auch recht wichtig. Das war dieser MedStar Union Memorial Hospital Fall, auch in den USA. Auch so ein Krankenhausverbund war das, aber dieses eine Krankenhaus hat es irgendwie auch so in die, sag ich mal, in die Expertenveröffentlichungen geschafft. Also ihr kennt das ja irgendwie, hört ja irgendwie immer wieder von vielleicht von irgendwie der neuesten APT-Angriffswelle, die irgendwie rollt und gezielte Angriffe und ganz schlimm und so. Wir werden alle sozusagen, keine Ahnung, es geht alles kaputt, genau, und wir müssen kritische Infrastrukturen schützen, weil es gibt ganz viele Angriffe. Das Interesse auch wir hier wieder monetär natürlich, Kaspersky und Symantec und alle, hast du nicht gesehen, veröffentlichen alle Berichte immer wieder zu irgendwelchen Fällen, um zu zeigen, wie toll sie sind und was sie halt irgendwie gefunden haben. Das sind, kann man auch wieder eigentlich einen Abend mit füllen mit der Diskussion, warum sie das machen, warum nur die das machen, warum sie nur über diese Berichte, über diese Fälle berichten und nicht über diese Vorfälle berichten und so, gezielte Angriffe. Aber wie gesagt, also über diesen Fall haben halt auch einige berichtet. Und haben sich auch ein bisschen widersprochen, aber es war halt ein Fall, der war auch wieder ein bisschen anders. Es war irgendwie,
Auch kein Phishing, auch kein irgendwie, ich bin aus Versehen auf eine Webseite gegangen, die irgendwie, ja, irgendwie Redirect und Exploit-Kit-Server irgendwie und dann irgendwie Malware nachgeladen hat, sondern es war auch da Angriff über verwundbaren Server. Also Applikationsserver, JBoss, auch nicht neu, weiß nicht, ob jemand mit denen irgendwie was zu tun hat, ist irgendwie auch ein System, das schon ewig im Betrieb ist und irgendwie Java wahrscheinlich, glaube ich, Applikationsserver ist und irgendwie auch unzählige Schwachstellen hat und eigentlich auch schon ewig bekannt. Also 2010 haben wir schon Advisories veröffentlicht über zu JBoss-Schwachstellen und irgendwie hier dieser Fall war halt, hat so eine Jaxbox-Exploit ausgenutzt und hat dann irgendwie sich, sag ich mal, so auf ins Netzwerk eingeschleust und hat dann tatsächlich auch irgendwie so Angriffstools verwendet, die man irgendwie auch sozusagen aus von diesen Berichten her kennt, von diesen irgendwie gezielten Angriffen, Mimikatz. Ja, das ist so ein Tool irgendwie, wo man halt, sag ich mal, über die Passwort-Hashes irgendwie die wieder einspielen kann und dann damit irgendwie, sag ich mal, sich im Netzwerk weiteren Zugriff verschaffen kann. Hat irgendwie hier diesen Sox-Proxy verwendet und hat irgendwie System-Tools-Varianten verwendet. Also das sind Sachen, die ganz oft hat man das irgendwie und ganz oft findet man das, dass irgendwie Angreifer jetzt auch nicht unbedingt immer alles nachladen, was sie brauchen, um irgendwie was zu verschlüsseln oder Daten irgendwie aus dem Netz zu übertragen an einen Command-Control-Server, sondern ganz oft werden halt irgendwelche Systemtools verwendet, die eh auf den Rechner sind. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann muss man nichts nachladen, dann geht auch nicht irgendwie so schnell ein Alarm auf, weil die sind ja eh da. Aber was da gemacht wird und ob tatsächlich dieser PC das machen sollte, sozusagen, da helfen wieder nur Logs. Und deswegen, also viele Leute haben irgendwie ein Problem, sie haben entweder keine Logs, auch wir hatten tatsächlich bei unserem Bundestagsfall irgendwie ein großes Problem mit den Logs, aber anderes Thema wieder, ist halt irgendwie immer so eine Gratwanderung, so was will ich loggen, was soll ich loggen, irgendwie Datenschutz und so. Aber tatsächlich, wenn ich irgendwie wissen will, was passiert ist, brauche ich Logdaten. Also anders geht's halt nicht. Und da helfen dann halt irgendwie auch manchmal so externe Dienstleister, die dann halt zu Rate gezogen wird. Komme ich zu der Frage hier, die dann irgendwie halt sozusagen jetzt wegen dieses Falls mehr oder weniger dann im Raum stand. Und bei dem Lukas-Krankenhaus war das auch so eine Diskussion. War das ein gezielter Angriff? Suchen die sich tatsächlich Krankenhäuser als Ziel, weil das wehtut und die Leute, die müssen bezahlen? Und dann können wir auch irgendwie, keine Ahnung, da können wir wirklich auch direkt 6 Bitcoins fordern, weil die müssen das einfach zahlen. Die brauchen wir gar nicht mit 0,3 anfangen oder so, ja? Also, wieder, Samsam war die Malware, die dort gefunden wurde. Und dann gab es einen Bericht von dem Microsoft Malware Protection Center. Die haben irgendwie gesagt, ja, wir haben hier auch so eine Analyse und wir haben da irgendwie gefunden, das ist irgendwie Samas, das ist diese Malware, die eben diese JBoss-Schwachstellen irgendwie dann auch über diese JBoss-Schwachstellen in die Netzwerke gelangt ist. Irgendwie, es scheint da irgendwie einen Zusammenhang geben mit noch so einer anderen Malware, die heißt Deruspi. Das ist ein Infostealer, also das heißt, damit werden halt Daten irgendwie sozusagen rausgeschleust. Und die war irgendwie bis dato eigentlich nur bekannt von aus anderen, sozusagen aus gezielten Angriffen, also irgendwie so asiatischer Raum halt. Und da war dann irgendwie so, dachte man so, oh Gott, wieso ransomen wir denn jetzt mit solchen gezielten Angriffstools? Und ach, scheiße, echt. Und diese Angriffsgruppe, diese Codoso oder Peace Actor-Gruppe, die halt diese Deruspi-Variante verwendet hat, irgendwie, da dachte man, okay, hängen die jetzt irgendwie mit Samas zusammen oder wie ist das jetzt? Also ganz oft, ne, so funktioniert Attributierung, ah, ich sehe was, ah, da habe ich schon mal gesehen, oh, das müssen die gleichen sein. So, und dann gab es halt Anomaly, ist eine andere Sicherheitsfirma, die hat dann irgendwie auch nochmal so eine Analyse gemacht und so weiter und hat sich das angeguckt und hat gesagt, ist nicht das Gleiche. Also das ist, könnte, aber wir gehen eigentlich nicht davon aus. Also ja, war wahrscheinlich nicht gezielt und tatsächlich war es halt irgendwie auch immer in diesen Berichten, war immer, ja, es betrifft ganz viel, es gibt Krankenhäuser, aber auch andere, aber Krankenhäuser auch. So, das war irgendwie immer, dieser Fokus war irgendwie da und wenn der erstmal da ist, ist es schwierig, irgendwie den Fokus auf was anderes zu lenken, aber das ist halt Angst auch wieder. Ne? Krankenhäuser braucht jeder und so, die sollten einfach irgendwie, da sollte das nicht funktionieren, also keine Probleme geben, wenn ich in die Notaufnahme muss, weil ich irgendwie Blinddarm habe oder sowas, ja, oder irgendwie, ja. Und das ist halt irgendwie noch so ein Bericht, der auch wieder irgendwie vor kurzem noch veröffentlicht wurde von FireEye. Die haben halt gesagt, hier Locky und so weiter. Vielleicht haben ein paar mehr Leute gehört, weil das irgendwie wirklich in letzter Zeit irgendwie Locky. Das war irgendwie so eine Ransomware-Variante auch, die irgendwie ständig nachgebessert hat mit neuen Versionen und so weiter. Und dann kam Server. Aber Locky
hat halt irgendwie auch ständig Angriffsmodus angepasst und so und hat halt irgendwie, wenn man ganz oben sieht, Healthcare, ja, irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 50 und 100 ist irgendwie 70 oder so, 70% aller detektierten Angriffe waren Healthcare-Sektor. Und dann auch noch andere, aber Healthcare-Sektor vor allem auch, ja, und hier dann irgendwie der zweite, der fängt dann da an bei irgendwie 7% oder sowas, ja, also es ist irgendwie auffällig, dass die auf jeden Fall irgendwie eine größere Betroffenheit haben hier. Ja, und ich habe eben schon ein bisschen gesagt, vielleicht, warum, also, aber wir gehen nach wie vor nicht davon aus, dass da irgendwie, also uns nicht bekannt, dass irgendwie tatsächlich gezielte Angriffe auf Krankenhäuser stattfinden, aber trotzdem, also, es ist halt weiter, man denkt irgendwie, das geht, vielleicht kommt das irgendwann, oder? Also, genau, Auswirkungen. Was passiert denn im Krankenhaus, wenn da irgendwie alles runtergefahren wird irgendwie, ja? Also, wie gesagt, digitale Patientenakte und so war halt ein Ding, da konnten sie irgendwie das alles nicht mehr machen mit ihren tollen mobilen Geräten und gibt's auch noch, ja, genau. Aber man muss das irgendwie weiter erhalten, man muss irgendwie kapieren, dass irgendwie das, die Teamunterstützung ist natürlich wichtig. Aber zumindest in diesem Bereich ist es vielleicht ganz gut, wenn man irgendwie noch den Backup hat und das mit Papier machen kann. Und das geht halt zum Glück immer noch so, dass man halt irgendwie, ne, also so, das Röntgengerät ist, weiß ich nicht, aber es, sag ich mal, bekommt irgendwie seine Arbeitsaufträge jedenfalls nicht per Netz. Also da geht jemand hin und bedient das zum Glück noch so. Das heißt, dann kann man auch sagen, mach das, hier steht's, irgendwie röntge das Knie und nicht irgendwie das, nicht die Schulter oder so. Ja, das ist irgendwie, das kann man irgendwie noch anders machen, zum Glück. Also ist vielleicht auch, denke ich, deswegen mache ich auch diesen Vortrag, also ich hoffe auch irgendwie, dass ich den vielleicht nochmal irgendwo machen kann, auch vielleicht für andere Leute nochmal, die sich dieser Problematik vielleicht nicht bewusst sind. Man kann alles digitalisieren, muss man alles digitalisieren? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall schwer aufzuhalten. Also es ist irgendwie, es läuft, ja. Ich hoffe, dass man das in, sag ich mal, 10 Jahren immer noch kann. So. Und Kosten, also es hat ein Schweinegeld gekostet. Also genau, 3 Tage lang war irgendwie, hatten sie nur, sag ich mal, ihre Bestandskunden haben sie bedient. Irgendwie haben auch nur die lange schon geplanten Operationen irgendwie durchgeführt, aber keine Neuaufnahmen gemacht und betriebliche Auswirkungen 3 Wochen lang. Und logistische Probleme natürlich, weil man muss ja auch Medikamente und so weiter irgendwie neu kaufen und gucken, was ist der Stand und haben wir irgendwie noch das und das und das wird alles natürlich irgendwie jetzt nicht mehr per Hand gemacht. Also das dafür gibt's halt irgendwie SAP und so. Ja, und das ist halt, führt halt dann dazu, dass man irgendwie dann doch irgendwann Probleme kriegt, selbst wenn es erstmal ein paar Tage, sag ich mal, gut läuft, aber wenn dann die Bestände runtergehen, dann hat man irgendwie, muss man irgendwie gucken, was man macht so. Und ja, also geschätzt irgendwie hoher 6-stelliger Betrag, die Kosten waren hier. Und Metzler Health war halt irgendwie dieses, von dem ich eben berichtet habe, von Samas, irgendwie dieser andere Angriff, die hatten eigentlich ein ähnliches Problem. Also da machen die, glaube ich, auch noch total viel digital in den USA. Ich war noch nie im Krankenhaus in den USA, aber doch, ich war schon mal, aber das ist schon 20 Jahre her. Also kann mir vorstellen, dass das da irgendwie, sag ich mal, Standard ist, dass das irgendwie alles elektronisch gemacht wird, aber naja, ich weiß es nicht. Und diese Betroffenheitsabfrage, die ich vorhin erwähnt habe, die hat uns so ein bisschen Feedback gegeben, da zeigt hier irgendwie, sag ich mal, ein bisschen haben wir sozusagen Rückmeldungen gekriegt, über welche Varianten in Krankenhäusern gefunden wurden von Ransomware, also das sind die üblichen Verdächtigen, Locky, Tesla und so weiter. Die haben sich dann irgendwann, ne, irgendwann, der eine, den gibt's dann nicht mehr, dafür kommt dann der nächste und irgendwie Variante A ist irgendwie, man hat dann irgendwie einen Dekryptor gefunden, aber dann, die werden natürlich auch schnell veröffentlicht, diese Dekryptoren, und werden dann ja auch gerne irgendwie, die sollen ja auch verwendet werden und so, aber natürlich sieht das dann natürlich auch der Kreateur de Ransomware, der dann denkt, oh, ich habe da einen Fehler gemacht in meiner Verschlüsselungsfunktion, sollte ich vielleicht nachbessern. So, vielleicht kriege ich dann noch weiter mein Geld und so. Und das passiert halt immer wieder. Deswegen ständig neue Varianten. Und ja, also viele haben halt gesagt, so, hier, wir haben 88 Rückmeldungen gekriegt zu dem Zeitpunkt. Und da war halt diese, ne, ungefähr so hier dieser gelbe Kuchenstück, das ist ja ein recht fettes Stück, die hatten abgewehrt irgendwie, hatten sozusagen, ne, da hat die Antiviren-Software irgendwas irgendwie sozusagen, hat man Glück gehabt, hat gesagt, irgendwie, da war man einer der Virus Total, sag ich mal, grünen, detektionsfähigen Antivirenhersteller für eine Ransomware-Variante. Oder hat eine zweistufige, hat mehrere Antivirenhersteller, ich weiß nicht genau, aber da hat es halt geklappt. Grün, irgendwie keine Auffälligkeiten, rot, erfolgreiche Infektion. Und dann irgendwie war halt irgendwie noch so, was, wie lange, was, also was, wie gehen Sie damit um? Bezahlen Sie? Wie lange brauchen Sie für die Wiederherstellung? Und
Ja, das war so ein bisschen die Rückmeldung. Also mehr als unendlich heißt wirklich irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, was das heißt. Also das haben wir, wie gesagt, diese meine Kritis-Kollegen irgendwie geschrieben. Aber also Einzelne haben echt lange gebraucht. Also wie eben das Lukas-Krankenhaus, die haben ja wirklich ein paar Wochen gebraucht. Und ja? Ich weiß nicht, ob das also ich versuche nochmal die Frage zusammenzufassen. Also inwiefern uns im BSI klar ist, dass wir mit die Verursacher, sag ich mal, das Problem sind, dass Krankenhäuser auf alten Softwareständen sind wegen Zertifizierung, zertifizierten Produkten, wo sie dann irgendwie, sag ich mal, eine neue Variante nicht einspielen können, weil sie nicht zertifiziert ist und nur dann nicht IT-Grundschutzzertifizierung kriegen, weil ja sowas in der Richtung. Ja, also die Problematik ist mir zumindest ist es klar. Ich denke, das ist ein Grund, dass ich, klar, das ist irgendwie so eine Sache, wo man sagt irgendwie, ja, also das ist irgendwie so eine Politikgeschichte auch, weil Zertifizierung ist im BSI ganz wichtig, das ist eine ganze Abteilung, die sich mit Zertifizierung beschäftigt und man hat irgendwie tatsächlich viele Leute wollen das ja auch, sie wissen ja gar nicht, was sie kaufen müssen und ich bin auch grundsätzlich nicht deiner Meinung, wenn du sagst, Updates werden nur deswegen nicht eingespielt, weil auch nicht alle Krankenhäuser irgendwie irgendwelche zertifizierten Anwendungen. Ja, die waren noch gar nicht zertifiziert, die wollen jetzt zertifiziert werden. Das ist irgendwie, war die Aussage, die wir von denen erhalten haben. In Neuss sind die, also laut meiner Kenntnis, also nach meinem Kenntnisstand, waren die das irgendwie noch gar nicht. Und meinen, dass sie sich jetzt besser damit schützen könnten. Also es ist, wie gesagt, ne, so die Folie, die ich vorhin gezeigt habe, da stehe ich auch dazu, das ist ein Problem. Aber das ist, glaube ich, nicht sozusagen das einzige Problem. So. Weil so schwarz-weiß ist es halt nicht. Aber wie gesagt, also ja, der Punkt ist auf jeden Fall, denke ich, man muss ihn auf jeden Fall gucken, wie man damit umgeht, ja. Dauer des Vorfalls, ja. Bis man gesagt hat, okay, wir haben die Infektion bereinigt und wir können einfach wieder weiterarbeiten, ja. Nee, die haben eigentlich alle gesagt, wir haben nicht gezahlt. So, irgendwie, das ist so, das sagt halt keiner dann auch gerne. Aber man merkt irgendwie immer wieder, dass Leute doch zahlen, weil es gibt halt dann irgendwie, wenn irgendwie irgendwas zur Anzeige gebracht wird, dann taucht dann sowas halt in den Fällen, taucht es dann doch auf und dann gibt es halt irgendwelche, sag ich mal, ja, also Kreise, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, und so viele Leute haben mir aber gesagt, sie haben gezahlt und so. Und es gibt halt auch die Möglichkeit zu prüfen über die Bitcoin-Wallets, weil ob Zahlungseingänge erfolgt sind. Das heißt, es gibt so eine Vermutung. Also auch da wieder, ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, aber da hat dann das eine Sicherheitsunternehmen gesagt, ja, 40% zahlen und das andere hat gesagt, nee, aber 3% und ein anderes hat gesagt, ja, aber nee, 4% oder so und das ist halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, also, aber viele zahlen dann nämlich, wenn sie merken, dass ihre Backups nicht funktionieren oder wenn sie denken, das dauert mich 3 Wochen, bis ich diese Wiederherstellung mache, denken Sie vielleicht, oder wie auf jeden Fall lange. Und vielleicht ist es doch günstiger, einfach irgendwie 6.000 € zu zahlen und dann kriege ich die Daten zurück. Also so irgendwie, ja, was soll man sagen, ja. Genau. Also, hier ist noch ein Fall, so ein Logistiksystem, ja. Pyxis Supply Station System. Wurde irgendwie vom ICS-Cert eine Meldung zu veröffentlicht, also nochmal hier industrielle Kontrollsystem-Cert in den USA. Das ist halt so ein System irgendwie, das läuft einfach und wird weiter benutzt. Ich weiß nicht, was es kostet, wie gesagt, aber 1418 Schwachstellen in 7 verschiedenen Third-Party-Software-Paketen, also und Windows XP und noch ein paar andere.
Aber ja, 2010 abgekündigt, aber diese ICS Threat Advisory wurde 2016 veröffentlicht. Das heißt, man sieht 6 Jahre immer noch im Betrieb. Und das ist vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, Zertifizierung ist ein so ein Thema halt, was vielleicht dazu führt, ja. Hier noch so ein anderes System irgendwie, wo das ICS Threat Advisory zu veröffentlicht hat. So ein Infusionssystem, also ja, ihr kennt ja irgendwie dieses Fläschchen, wo dann irgendwie auch Infusion mitgemacht wird, die funktionieren eigentlich ganz gut. Das gibt's aber auch elektronisch. Das ist dann irgendwie, ist dann netzwerksteuerbar und das hat dann auch Remote-Code-Ausführungsschwachstellen, weil es muss ja irgendwie der Arzt oder die Schwester muss ja irgendwie eingeben, was sie will. Und sie macht das nicht immer nur auf dem Touchpad, beziehungsweise sie macht es wahrscheinlich auf dem Touchpad hier, aber der Admin, der ist irgendwie, weiß ich nicht, der irgendwie gucken, irgendwas auf dem Netzwerk gucken will oder eine andere IP irgendwie, wie auch immer, einrichten will, der macht das dann über so einen, ja, abgesicherten Zugang halt, über Webschnittstelle und das war halt ein Default-Passwort und so ein Problem, wo man sagt, okay, wenn das Gerät war dann aus dem Internet zugreifbar und wenn das halt der Fall ist, ne, also klar, es ist Firmware, es ist nicht Windows, es ist keine Standard-Applikation, aber wenn das ein kritisches System ist, würde mich nicht wundern, wenn irgendwann dann halt doch jemand sich die Mühe macht, wie bei industriellen Kontrollsystemen eben auch. Also auch ganz viele Angriffe wie der Energiesektor in der Ukraine und so weiter, das war jetzt nicht unbedingt eine SCADA-Schadsoftware, die dort irgendwie dann eingebracht wurde, aber es war halt irgendwie, es hat trotzdem funktioniert, aber es gibt eben halt ne, dann doch Stuxnet, wo dann halt irgendwie SCADA-Komponenten irgendwie eingebracht werden. Und das sind dann die Fälle, wo man irgendwie denkt, so krass, Mann, das irgendwie, ja, und also auch da, ich habe keine Ahnung von den Systemen. Ich hoffe, dass zumindest bei der BfArM vielleicht die Leute halbwegs wissen, das ist sozusagen die Behörde für Arzneimittelzulassungen in Bonn, die ja, die müssen sich natürlich auch solche Sachen angucken. Ja. Also mir nicht. Diese Advisories, die sind dann auch immer so, ja, der Hersteller sagt, und es sind keine bekannten Vorfälle und irgendwie auch keine Angriffe, aber trotzdem 1500 Schwachstellen. Also ich habe kein Beispiel dafür. Also. Ich weiß es nicht. Aber also wie gesagt, die Frage war eben irgendwie, ob auch auf dem Physis hier Supply Station irgendwie schon mal Ransomware gefunden wurde. Meines Erkenntnis nicht. Aber trotzdem sind diese Systeme halt betroffen, wenn man sozusagen die Krankenhaus-IT runterfährt. Wenn man irgendwie sozusagen alle Systeme, weil man nicht weiß, Hilfe und irgendwie grassiert das und wird jetzt alles infiziert, geht alles kaputt und irgendwie, nee, also dann wird halt irgendwie das Netzwerk erstmal abgeschaltet und dann ist natürlich auch diese, werden diese Systeme halt, sag ich mal, sind auch nicht mehr nutzbar. So, ja. Und dann, das sollte jetzt eigentlich die Überleitung sein zu Marie Mo's Vortrag, die ja gerne über Herzschrittmacher redet. Forrester, das ist so eine Analysefirma auch, irgendwie so vage Vorhersagen machen, die haben gesagt, sie erwarten, dass Ransomware auf dem Herzschrittmacher oder auf einem anderen medizinischen Gerät 2016 vielleicht auftauchen könnte, oder spätestens nächstes Jahr. Keine Ahnung. Also ich hoffe nicht. Die Dinger haben ja zum Glück nicht so ein, die haben ja, also, ja, ich will, wie gesagt, das ist eigentlich Marie Mo's Thema. Die möchte gerne, dass ja nur Open Source Software auf solchen lebenswichtigen Implantaten und so weiter genutzt wird, dass irgendwie, dass man die Möglichkeit hat zu gucken, wovon man, was man sich sozusagen, woran man sich hängt, so um sein Leben am Laufen zu halten. Aber grundsätzlich natürlich auch wieder, was haben die Nutzer, ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Problem mit meinem Herz habe, dann natürlich nehme ich den Herzschrittmacher, auch wenn er eine Schwachstelle hat, weil es ist einfach sonst, ja, sonst habe ich ja ganz andere Probleme. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Problem und wir reden mit der BfArM und ich hoffe, dass das irgendwie, ja, also immer so ausgeht wie bei diesem St. Judas Herzschrittmacher, dass man zumachen kann und sagen kann, ey, die wollten Kohle machen irgendwie, scheint irgendwie nicht so plausibel zu sein. Also, aber trotzdem, also Angst ist halt irgendwie echt halt, also das funktioniert halt einfach. Die Leute kriegen Angst und ja, ich habe auch eine Insulinpumpe und da gibt's auch Schwachstellen und so weiter und trotzdem weiß ich halt, dass manche Sachen, die irgendwie, die werden viel heißer gekocht, als sie tatsächlich irgendwie so sind. Aber ja, also gesunder Menschenverstand hilft manchmal. Also ja, das ist noch das tolle Bild hier von Herr Gröhe beim Lukas-Krankenhaus. Am Karneval, ja, ist da auch hingereist und hat gesagt, hier elektronische Patientenakte ist
super, dass ihr so ein Innovationsträger seid und das hier eingeführt hat, aber es ist halt das Risiko ist halt da, ja. Und einfach irgendwie Backup-Verfahren auch weiter im Kopf behalten, auch wenn einfach immer weiter alles digitalisiert wird, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, damit bin ich am Ende. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht so langweilig und ja, Fragen gerne jetzt im Nachgang oder per E-Mail oder per Twitter. Danke. Also es ist immer schwer zu sagen, die, ne? Also es gibt bestimmt welche, die das machen und es gibt bestimmt welche, die das nicht machen. Also viele haben die elektronische Patientenakte noch nicht standardmäßig. Deswegen war das auch so ein Ding, wo Herr Gröhe dann hingefahren ist, weil das war sozusagen so, ja, cool, ihr macht das und wir wollen das ja. Mir ist das nicht bekannt, aber ich kann das gerne nochmal irgendwie in Erfahrung bringen. Ja, gib mir deinen Namen oder E-Mail. Ja? Du hast ja gesagt, dass die meisten Infektionen von Ransomware auf Krankenhäusern nicht auch irgendwie automatische Infektionen waren, sondern irgendwie ja, schlecht geschützt drin und so. Nein, das habe ich nicht gesagt. In den Fällen, die ich vorgestellt habe, war das so. Aber tatsächlich sind irgendwie, ich habe ja ne, unsere Abfrage, die ich da gezeigt habe, das waren tatsächlich diese Standard-Ransomware-Geschichten ganz oft. Also eben Locky, Cerber, CryptoLocker, CryptoWall, Nemocord, diese ganzen Varianten halt. Und das sind halt die, die auch den Bürger erwischen. Das heißt, da kann man sagen irgendwie, ja, die erwischt es auch. Ne? Ich habe dafür keine Zahl, aber Lukas Krankenhaus war auf jeden Fall das Beispiel, wo wir irgendwie mit im Gespräch waren, wo das klar wurde, dass das anders, ein anderer Fall war. Aber es war eher eine Ausnahme. Genau, die Frage, ob es bekannt ist, ob was der Anteil ist von Krankenhaus-Ransomware-Infektionen, die nicht von Standard-Ransomware-Familien betroffen waren, sondern von eher solchen, weiß ich nicht, ich gehe über einen Remote Access irgendwie auf den Server und dann gucke ich weiter und ich nutze andere Tools und so. Das war irgendwie diese Samsam-Geschichte, aber das hat, wie gesagt, das hat auch nicht nur Krankenhäuser betroffen, aber auf jeden Fall Krankenhäuser und deswegen direkt sozusagen in die gleiche Schublade gesteckt und gezielte Angriffe auf Krankenhäuser. Das war sozusagen die Konnotation, aber ja. Ja? Moment, das habe ich nicht gesagt. Also nochmal zum Thema Zertifizierung, ja? Also die Frage, ob nochmal genau, was ist die Frage? Okay, Entschuldigung. Ja, also wie gesagt, Standard, also Zertifizierung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema und es hat auch wahnsinnige Vorteile, muss ich auch nochmal sagen, weil tatsächlich, da guckt sich jemand halt zumindest das System an und guckt sich auch die Software an und macht das vielleicht irgendwie jetzt nicht auf der allerelementarsten Ebene, aber guckt sich zumindest an, welche Libraries und sowas. Also heißt, Dokumentation wird an sich angeguckt und was sagt der Hersteller zu seinem Produkt und wie ist es aufgebaut. So, das ist irgendwie, da macht sich zumindest versuchen wir irgendwie, also es gibt ja auch unterschiedliche Zertifizierungen, es gibt die Grundschutzzertifizierung, wo man einfach sozusagen das Netzwerk in Gänze sich anguckt und was läuft dort und sind irgendwie sozusagen, ne, also, Entschuldigung,
Also ja, also die Frage ist genau, die Antwort, die Frage ist irgendwie eine persönliche Frage, ob ich sozusagen die Sachen sage, die mich stören. Ja, ich sage die Sachen, die mich stören. Ich habe irgendwie, wenn ich sehe, dass irgendwie organisatorisch im BSI irgendwie, wo ich irgendwie mich irgendwas stört, dann sage ich das natürlich. Dann rede ich mit den Leuten, diskutiere das und sage meinem Chef und denke, sage, wir sollten das ändern. Aber ich würde jetzt mich jetzt irgendwie einfach von dem Standardisierungsthema und Zertifizierungsthema, ich bin jetzt wirklich nicht der Crack in dem Bereich, deswegen kann ich jetzt irgendwie auch bei dir jetzt irgendwie, du hast ja auch wahrscheinlich noch mal eine Frage, die in die Richtung geht. Ich kann da jetzt nicht sagen, ist schlecht, verhindert, aber tatsächlich in Fällen hat man das Problem, dass man irgendwie bestimmte Systeme einfach gezwungen ist, weiter zu verwenden. Aber trotzdem hat das vielleicht Vorteile gegenüber, ich weiß noch nicht mal, ob diese medizinischen Systeme, die sind, glaube ich, noch nicht mal unbedingt zertifiziert. Die sind freigegeben natürlich von, wie gesagt, der anderen Behörde, die sich mit medizinischen Produkten beschäftigt. Aber das BSI zertifiziert meines Wissens nach alles Mögliche. Von Routern über, weiß ich auch nicht, Wahlstifte, keine Ahnung. Aber ist halt irgendwie, ne, jedes Nischenthema ist halt irgendwie, ist schwer sozusagen selbst das Know-how zu haben. Und irgendwie, tatsächlich muss man halt auch immer diese Zertifizierung auch nachpflegen. Aber ich würde nicht sagen, dass man aufgrund der Problematik so einfach sagen kann, dass Zertifizierung einfach evil ist so. Aber es kann bestimmt in gewissen Einsatzszenarien ein schnelles Update verhindern. Ja, klar. Ja? Nein? Nein. Also Sie müssen, also nochmal, Entschuldigung, das IT-Sicherheitsgesetz sagt, dass Vorfälle an das BSI, an das Lagezentrum in dem Fall als Meldestelle gemeldet werden, wenn sie, sag ich mal, die Aufrechterhaltung von irgendwelchen kritischen Prozessen beeinträchtigen. Also uns werden keine, uns, wenn wir uns Schwachstellen genannt werden, also nochmal, wie sicher sind unsere Systeme, weil ja uns irgendwie sozusagen alle Schwachstellen und gefundenen Probleme irgendwie in Systemen gemeldet werden, ob denn sozusagen wir nicht angreifbar sind und ob dann die ganzen Zero Days, die das BSI hortet, veröffentlicht werden und angegriffen und genutzt werden können. Also wenn wir eine Schwachstelle gemeldet bekommen unter irgendwie irgendeinem Disclosure-Verfahren, Responsible Disclosure-Verfahren halt, dann ist das Erste, was wir tun, ist, dass wir irgendwie zu dem Hersteller der Schwachstelle gehen und sagen, sieht so aus, als ist hier ein Problem. Hier ist der Analyst, der sagt das und das. Entweder wir können es verifizieren, dann sagen wir es halt natürlich auch überzeugter. Aber wenn uns sozusagen, wenn wir nur Mittler sind, weil der vielleicht der Hersteller auf die Meldungen des Analysten nicht reagiert hat und wir nur sozusagen den Druck aufbauen wollen und sagen, das BSI hat halt, das alte BSI-Gesetz gab dem BSI die Möglichkeit, eine Warnung zu veröffentlichen und zu sagen, hier ist eine Schwachstelle in dem System, wir empfehlen das nicht mehr zu benutzen, weil der Hersteller reagiert nicht, die Schwachstelle ist immer noch drin. Wir haben jetzt so und so lange gewartet, es ist immer noch drin. Er reagiert nicht auf unsere E-Mails, es ist immer noch drin, wir sagen, nicht mehr nutzen. So, und das tut halt ein bisschen dem Hersteller weh, das ist sozusagen, das war das nach altem Gesetz halt sozusagen, das war so ein Hebel, den wir hatten und den wir auch ab und zu genutzt haben. Aber wir horten auf jeden Fall keine Zero-Day-Schwachstellen und deswegen sehe ich da irgendwie nicht das Risiko jetzt irgendwie, dass diese halt bei uns, also die sehe ich irgendwie bei anderen Leuten, die sich tatsächlich mit Reverse Engineering und so weiter beschäftigen, das machen wir halt gar nicht. Und das, was uns gemeldet wird, das versuchen wir irgendwie schließen zu lassen und in den entsprechenden betroffenen Kreis halt irgendwie zu streuen und zu sagen, hier ist eine Schwachstelle, also Beispiel, ja, Shadow Broker Schwachstelle irgendwie war ja öffentlich bekannt und so weiter, aber dann haben wir sozusagen gesehen, irgendwie hier ist eine Schwachstelle und dann schreiben wir ein Advisory und sagen, man sollte irgendwie dieses Schutzmechanismen ergreifen, weil es ist noch nicht geschlossen und Cisco braucht irgendwie scheinbar länger, bis sie ihre ASA-Schwachstelle dort, diese SNMP-Schwachstelle schützen oder so. Also wir sind da überhaupt nicht so, dass wir das irgendwie, dass wir die aufheben oder sowas, aber nochmal, deine Frage, mein Vertrauen in unsere Netzwerkinfrastruktur ist, sag ich mal, ich bin nicht der Admin, ich weiß, dass wir irgendwie das, den IVBB haben, das ist irgendwie, also ist schon mal ganz gut, weil da gibt es Schutzmechanismen, die Bundesverwaltung hat auch einen Haufen Kohle investiert in, dass sie nutzen irgendwie keine, die nutzen zertifizierte Firewalls von Genua beispielsweise und das ist halt irgendwie ein Projekt, wo ich ganz froh bin, dass wir das nutzen, dass wir eben nicht irgendwie Pixboxen von Cisco benutzen, die sind klar out of service, die würden wir jetzt auch nicht mehr benutzen, aber irgendwie, dass wir halt irgendwie sozusagen unsere eigenen Maßstäbe
anlegen und versuchen irgendwie für uns selbst irgendwie ein Produkt zu finden, das sinnvoll ist für den Einsatz in vertraulichen Einsatzumgebungen. Und deswegen, also das finde ich auf jeden Fall, da bin ich ganz froh. Ich habe mal irgendwie, ich habe mal eine Umfrage also Diplomarbeits-Umfrage teilgenommen, wo jemand gesagt hat irgendwie, was nützt ihr von Systemen, wie groß schätzt du das Risiko ein für Angriffe, sozusagen das zielt in deine Richtung. Da habe ich sozusagen für das BSI geantwortet, obwohl ich halt auch nur aus meiner kleinen Sicht sozusagen beantworten könnte, ja, wir nutzen Linux-Systeme, ja, wir haben irgendwie Netzsegregation, wir haben irgendwie, wie gesagt, diese IVBB-Schutzmechanismen mit zentralem Server, Behördenschutzmechanismen, wir haben unser SPS und unser SES, das SES ist eine Sandbox, eine zentrale Sandbox, wo alle E-Mail-Anhänge ausgeführt werden und geprüft werden, was sie machen, bevor sie tatsächlich zugestellt werden, und auch Webverkehr, und SPS ist sozusagen die Liste aller bekannten C&C-Server für Angriffe, die wir haben, sind dort registriert. Das heißt, wenn jemand auf diese Domains irgendwie zugreift, aus Versehen oder extra, dann wird das geblockt. Und dann sehen wir, dann poppt das auf bei uns, das ist das Monitoring, das wir machen. Dann gehen wir zur Behörde und sagen, das sieht so aus, als habt ihr eine Infektion, oder prüft das mal, vielleicht sollten wir mal eine forensische Untersuchung der Festplatte machen. Also wir haben auf jeden Fall Verfahren, denke ich, die gut sind. Aber ja, ich kann dir da jetzt leider auch nicht sagen, 100%, ja super, gibt's halt nicht. Aber also ganz schlecht wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin auch froh, dass wir Linux benutzen. Und auch wenn das BSI leider bald auf Windows wechselt, wir machen es nicht. Aber das ist, keine Ahnung, was soll man sagen? Es ist halt einfach so Kostendruck und so weiter, Vereinheitlichung der gesamten Behörden, Netzinfrastruktur, jeder muss der gleiche Client benutzen. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich der sicherste Windows-Client, der in Deutschland benutzt wird, aber nichtsdestotrotz, also ich weiß nicht. Ja. Na, haben wir immer noch, aber ja. Das ist also nicht schlimmer geworden. Nee. Ja? Diese Warnung, die von den öffentlichen Sicherheitsbedingungen, beispielsweise, da gab es ja mal ein Coordinating, diesen Backdoor-Account und so weiter. Auf welcher Grundlage wird es denn entschieden, wann jetzt sowas veröffentlicht wird? Also, da gibt es ja wahrscheinlich immer so ein bisschen so eine Zeit, bis sie wird. Also wir versuchen das sozusagen nach einem Standardverfahren machen. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man auch klar sagen, so viele Schwachstellenveröffentlichungen machen wir jetzt auch nicht. Das machen dann eigentlich eher die Entdecker, die dann sagen, irgendwie, wir geben 2 Monate Zeit, auch, ne, wir finden ja die Schwachstellen nicht, wir kriegen sie dann mitgeteilt. Wir empfehlen sozusagen diese 6 Wochen, glaube ich, oder so, geben wir jemand. Also die hängen natürlich auch vom System ab, aber teilweise ist es echt, braucht man recht lange, man muss das testen und so, und das ist aber, andere geben, glaube ich, nur 4 Wochen, ich glaube Travis Ormandy oder so sagt, gibt den Leuten immer 4 Wochen, bis er sagt, okay, und jetzt Full Disclosure, aber wir versuchen auf jeden Fall, zumindest dem Hersteller eine Chance zu geben, das zu veröffentlichen. Nochmal dieser St. Judas-Fall zum Beispiel, da wurde von dem Entdecker der Schwachstelle der Hersteller überhaupt nicht kontaktiert, der ist direkt an diesen Finanzinvestor gegangen und hat das dem mitgeteilt, dass er halt irgendwie damit halt das machen kann, was sie vertraglich da vereinbart hatten. Aber das ist auf jeden Fall nicht was, was wir für unterstützenswert halten. So. Okay, ja, die Frage zielt jetzt ein bisschen darauf, weil beispielsweise bei diesem Pipe-Coordinator mit dem Backdoor-Account hätte man ja auch andere Möglichkeiten gehabt, so als Workaround quasi, Exploit von diesem Backdoor-Account zu verhindern, ohne dass der Hersteller jetzt den Patch rausgegeben hat. Ja. Also, ja, also dieser Fortinet, du redest von Fortinet jetzt. Also, du meinst, dass wir sozusagen unsere Veröffentlichung über Workaround-Maßnahmen oder irgendwie Empfehlungen, die ohne Vorhandensein eines Hersteller-Patches, das Risiko minimiert werden kann vom Betroffenen, ja. Klar, man sollte irgendwie dann gucken, wenn es Maßnahmen gibt, versuchen wir die auch zu veröffentlichen. Aber unsere Advisories sind sozusagen, du musst dann auch erstmal finden, dass tatsächlich dort irgendwie in dem dritten Update jetzt auf einmal noch eine IDS-Signatur irgendwie veröffentlicht wurde oder so, die es bis dahin nicht gab. Und
Ja, und Behördenprobleme sind tatsächlich 17 Uhr ist Dienstschluss. Wenn Freitag am Abend irgendwie noch ein amerikanischer Hersteller, für den jetzt gerade erst 11 Uhr morgens ist, jetzt noch ein Patch-Update macht, dann wird das im BSI wahrscheinlich nichts vom Montag. Das ist klar irgendwie. Aber ich gebe mir Mühe. Also ich mache viele Sachen dann irgendwie über Twitter oder so, aber es ist halt irgendwie, ja, dann kann man halt von zu Hause nochmal was machen, aber ja. Okay. Dann viel Spaß noch, schönen Abend.